So. Sehr geehrter Herr Professor Lüdeking, sehr geehrter Herr Dr. Harder, sehr geehrter lieber Herr Weisal, liebe Frau Puvova und liebe Freunde des IBB-Preises, des Fotopreises 2020. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Verleihung des IBB-Fotopreises 2020. Zum 14. Mal vergeben wir nunmehr diesen Preis und schon längst hat diese Auszeichnung einen festen Platz im jährlichen Berliner Kunstkalender. Nur heute ist alles anders. Normalerweise würden wir hier zusammen feiern, aber die Rahmenbedingungen sind, wie sie sind. Aber wir freuen uns, dass wir mit dieser modernen Technik, die wir haben, dass Sie dennoch alle mit dabei sein können. Und ich freue mich deswegen sehr, dass wir unsere diesjährigen Preisträger Göksü Baysal und Anna Puvova zu Ehren und für ihre Werke auszeichnen zu können. Ebenso wie Sie, meine Damen und Herren, freue ich mich auch, wenn uns in wenigen Minuten Herr Dr. Harder die beiden Künstler und ihre Werke vorstellen wird. Seien wir also gespannt. In Zeiten, in denen innerhalb kürzester Zeit nichts mehr so ist, wie es noch ein paar Monate zuvor waren, sind Kontinuitäten kleine Ankerplätze für unser Bewusstsein. Und dazu zähle ich auch unseren heutigen Fotopreis. Sie können uns nicht nur Sicherheit geben, sondern auch viel Freude bereiten. Trotz all dieser Veränderungen, die wir bald tagtäglich erleben, hat sich aber eines doch nicht geändert, nämlich unser Interesse an den vielen jungen Künstlerinnen und Künstlern in Berlin, die mit ihrem Wirken und ihren Werken unserer Stadt jeden Tag zu etwas Besonderem machen. Gerade deshalb werden wir auch weiterhin neben unserem Kerngeschäft der Wirtschafts- und Immobilienförderung die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler fortführen. Denn Corona hat nichts daran geändert, dass die IBB Berlin nicht nur als Wirtschafts- und Immobilienstandort im Blick hat, sondern auch als das bedeutendste Zentrum von Kunst und Kultur in Deutschland. Nicht zuletzt haben das Land und die IBB im Rahmen der Corona-Soforthilfen gezielt gerade auch die Kunstschaffenden in unserer Stadt schnell und unbürokratisch unterstützt. Und wir werden das auch in den nächsten Wochen weiterhin machen. Also seien Sie gewiss, die Künstlerinnen und Künstler sind und bleiben uns wichtig. In diesem Sinne möchte ich Ihnen, lieber Herr Baysal, und auch Ihnen, liebe Frau Puvova, heute ganz herzlich gratulieren und Ihnen für Ihr weiteres Wirken und Schaffen alles Gute wünschen. Ich darf nun Herr Professor Lüdeking als Vertreter der Karl-Hofer-Gesellschaft, unserem langjährigen Partner, um das Wort bitten. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Kresilion, sehr geehrter Herr Baysal, sehr geehrte Frau Puvova, sehr geehrte Mitglieder der Jury, meine lieben, verehrten Damen und Herren. Im Namen des Freundeskreises der Universität der Künste, der Karl-Hofer-Gesellschaft, darf auch ich Sie sehr herzlich zu der heutigen Veranstaltung begrüßen, die in diesem Jahr leider ganz anders ablaufen muss als gewohnt. Der schöne Empfang aus Anlass des Verleihs, der Verleihung des Preises für Fotografie, der ja in jedem Herbst einen überaus angenehmen Anlass bat für erfreuliche Gespräche, muss in diesem Jahr aus den sattsam bekannten Gründen leider entfallen. Der mittlerweile sehr renommierte Preis hingegen wird jedoch auch in diesem Jahr vergeben und dafür ist der Bank sehr zu danken. Diese Bank, das wurde in den Ansprachen der letzten Jahre deutlich, hat aus verschiedenen Gründen vielfältige Affinitäten zum Medium der Fotografie. Doch dieses Thema möchte ich heute nicht weiter vertiefen. Stattdessen möchte ich eine kurze Überlegung vortragen, die sich auf die Bedeutung der Fotografie unter den Bedingungen der gegenwärtigen Seuche bezieht.
Während man in den letzten Jahren, um die Ansprachen zur Preisverleihung zu hören, leibhaftig hier in diesem Raum zugegen sein musste, sehen die meisten heute nur auf einem Bildschirm, was hier passiert. An die Stelle realer Gegenwart tritt also ein medientechnisch erzeugter Ersatz. Dieser ist aber kein wirklicher Ersatz, denn es ist ja bekanntlich ein großer Unterschied, ob man reale Menschen vor sich hat oder nur ihre Abbildungen. Dabei sind die Bilder, die Sie von unserer kleinen Zeremonie sehen, fotografische Bilder. Sie sind also nicht gezeichnet oder gemalt, sondern von Apparaten erzeugt, die der technischen Aufnahme, Übertragung und Speicherung sichtbarer Realitäten dienen. Ob dabei eine analoge oder eine digitale Technik verwendet wird, ist eigentlich zweirangig. Was Sie sehen, ist in jedem Fall hier in diesem Raum faktisch vor dem Objektiv einer Kamera vorzufinden. Aber genau das, das hier faktisch vorhanden ist, verschwindet, weil davon nur ein Bild weitergeleitet wird. Das war in den letzten Monaten auch sehr deutlich bei den sogenannten Videokonferenzen zu beobachten. Dabei sieht man zwar den Kopf einer Person, mit der man spricht, in einem kleinen Rechteck auf dem Monitor, aber das ist natürlich nicht annähernd dasselbe wie das Zusammentreffen mit dieser Person selbst. Das ist natürlich eigentlich eine ganz banale Einsicht, an die ich aber auch nur deshalb erinnern möchte, weil die Arbeiten, die heute hier präsentiert werden, genau dieses Problem zum Thema haben. Nämlich, was können Bilder über eine Realität aussagen, von der sie nur Fragmente wiedergeben? Und daraus ergibt sich auf unsere eigene Situation angewendet zugleich die nächste Frage: Wie kann eine fotografische Wiedergabe, wie diejenige, der Sie jetzt gerade beiwohnen, etwas über die fotografischen Arbeiten aussagen, die hier ausgestellt sind? Ob diese Übertragung es ermöglicht, sich ein Bild über die hier gezeigten Bilder zu machen, werden Sie nachher sehen, wenn wir Sie zu einem virtuellen Rundgang durch die Ausstellung einladen. Zuvor muss ich Ihnen aber noch die diesjährige Jury vorstellen. Sie bestand aus 3 Personen, die ich in der alphabetischen Reihenfolge ihrer Nachnamen nenne. Zuerst Dr. Matthias Harder. Er ist Direktor der Helmut-Newton-Stiftung im Museum für Fotografie. Dann Annette Kicken. Sie leitet eine der wichtigsten deutschen Galerien für Fotografie. Und schließlich Regina Schmeken, die selbst Fotokünstlerin ist. Ich danke der Jury sehr herzlich für ihre sorgfältige Durchsicht der Bewerbungen und für ihre wohlbegründete Auswahl. Und damit übergebe ich noch einmal an Frau Krisilion, die nun die Urkunden überreichen wird. Ja, sehr gerne, Herr Dr. Lüdeking. Jetzt kommen wir dann zur Preisverleihung. Dankeschön. So, Herr Beisal. Herr Göksü Beisal wurde für seine künstlerische Leistung am 5. November 2020 mit dem IBB-Preis für Fotografie 2020 ausgezeichnet. Die Jury bestand aus Annette Kicken, Regina Schmecken und Dr. Matthias Harder. Herzlichen Glückwunsch, Herr Beisal. Bitte schön. Vielen Dank. So, möchten Sie noch ein paar Worte sprechen? Ja, gerne. Ja, bitte. Okay. Gerne. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind, hoffe ich auch, vor dem Bildschirm. Ich möchte auch bedanken, IB Bank, auch Frau Krisilion und Herrn Holtkamp. Auch Karl Hofer Gesellschaft, Professor Lüdeken und Frau Dr. Schmitz, sie auch da ist, und auch Frau Reiser, die ganzen Kommunikation für uns wirklich gemacht hat und
sehr große Arbeit geleistet hat. Vielen Dank nochmal. Auch möchte ich auch mich an die Jury bedanken, auch in der Jury Herr Dr. Matthias Harder, der auch meinen Text für mein Buch geschrieben hat. Es war so, dass ich, als ich auch nach Deutschland kam, 2002, bin ich immer durch mit dem S-Bahn gefahren, dann habe ich auch die Museen für Fotografie gesehen. Und jetzt habe ich auch einen Text von der Direktor auf mein Buch. Das ist schon für mich ein Ereignis, auch für heute. Also mein Professor Manfred Fernis war auch immer an meiner Seite und hat mich jederzeit unterstützt. Und auch UdK, Werkstattleiter, Fotolabor, Werkstattleiter Bodo Schalk und Frank Bartsch. Und Medienwerkstattleiter Steffen Kunstmann, Dagmar Tränkle, Christoph Mainz. Und für dieses Buch, das ich gemacht habe, muss ich auch Markus Rothmann sehr viel Dankeschön sagen. Auch meine Freundekreis, Misal Adnan Yildiz und Melissa Jambas, Miriam Döring und David Pirior, möchte ich sehr bedanken. Und ja, auch meine Familie vielleicht, auch meine Tochter, Dankeschön sagen. Vielen Dank. So, dann kommen wir zur nächsten Preisträgerin. Dankeschön. Frau Anna Pohova. Sie wurde für ihre künstlerische Leistung am 5. November 2020 mit einer Anerkennung im Rahmen des IBB-Preises für die Fotografie 2020 ausgezeichnet. Die Jury bestand aus Annette Kicken, Regina Schmecken und Dr. Matthias Harder. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schön. So, wenn Sie auch noch ein paar Worte sprechen möchten. Bitte. Dankeschön. Vielen Dank. So. Ja, das war jetzt also unsere digitale Verleihung des diesjährigen Fotopreises. Normalerweise kämen jetzt die Laudatoren, aber dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Wir werden jetzt mit einer digitalen künstlerischen Begleitung durch die Ausstellung hier gehen mit Herrn Dr. Harder und es werden die Werke unserer Preisträger nun vorgestellt. Viel Spaß dabei. Ja, wir sind hier in der neuen Ausstellung von Göksu Baysal, dem Preisträger des diesjährigen IBB Fotopreises mit Unterstützung der Karl-Hofer Gesellschaft. Und wir haben ihn damals in der Jury ausgewählt, weil er eine unglaublich spannende Idee transportiert. Und zwar von seinem Heimatland. Er kommt aus der Türkei. Er hat in Istanbul einer Kommilitonin ein Bild erklärt, im Grunde genommen eine grundsätzliche Idee erklärt, wie ein Auto zu einem bestimmten Symbol wird. Um dieses Auto handelt es sich und das zieht sich gewissermaßen hier wie so ein roter Faden durch. Wir sehen nachher Videos von diesem Auto, wir sehen aber immer auch andere Strukturen, wie beispielsweise Armierungseisen, die hier gar nicht so richtig ins Gewicht fallen, aber wenn wir einmal wissen, wie er sozusagen denkt und dass er sozusagen aus der Klasse von Manfred Pernice kommt, und auch Bildhauer ist, dann wissen wir, wo sozusagen seine Interessen sind, wo seine visuellen Interessen sind im Außenraum. Und er fotografiert eben auf den Straßen von Istanbul in Ostanatolien und er nimmt uns hier und an verschiedenen Orten, in Kars beispielsweise an der Grenze zu Armenien, er nimmt uns hier sozusagen mit auf einen Roadtrip. Er steigt ein in ein Auto, in ein vergleichbares Auto wie diesen Renault 12, der in der Türkei ein sehr beliebtes Familienauto ist, aber der auch
dieses Auto steht auch für etwas anderes. Und so hat er eben auch dieses Buch benannt, Beyaz Toros, White Toros. Und diese weißen Toros stehen im Grunde genommen für etwas sehr Negatives, beziehungsweise etwas, was den türkisch-kurdischen Konflikt im Grunde genommen auf den Punkt bringt. Mit diesem Auto sind viele Menschen entführt worden. Meistens waren es weiße Toros, also das ist sozusagen der Spitzname dieses Autos, des Renault 12 in der Türkei. Und diese Autos wurden benutzt, aber eben von der türkischen Seite und von der kurdischen Seite für unterschiedlichste Dinge. Für Entführungen, aber auch für Drogenschmuggel, wie wir in einem Video auch erfahren. Aber wie bei allen geglückten, wenn man so will, Geheimdienstoperationen, ist es kaum zu verifizieren und zu falsifizieren. Und wir haben eine Außenansicht aufgenommen, hier wiederum in Istanbul, die wir selbst aufladen. Wir vermuten etwas, wir vermuten möglicherweise ein Gefängnis. Das würde sehr gut passen sozusagen zu der grundsätzlichen Idee, die wir hier vor uns haben. Wir sprechen über Geheimdienstoperationen, wir sprechen über das Aufdecken dieser Geheimdienstoperationen. Später auch durch den türkischen Staat. Einige gehen sozusagen später auch ins Gefängnis. Es gibt Klagen, Gegenklagen und so weiter. Aber bei diesem Bild handelt es sich gar nicht um ein Gefängnis, es handelt sich um eine Schule. Rolling? Auch hier finde ich es wieder wunderbar, wie das aufgeht, die beiden Künstler zusammen, Anna Pufer, die ja hier dieses Haus im Rohbau quasi fotografiert. Eigentlich ist es schon fertig, es sind ja diese Orte, die sie wiederum aufsucht. Auch hier wiederum kehrt sie zurück in ihre Heimat und fotografiert einen Ort, der nicht richtig erschlossen ist. Also viele Leute haben sich ein Haus gebaut, gekauft. Und hier stehen auch diese ganzen Dinge wieder herum, ähnlich wie hier sozusagen in der Ausstellung von Göksu. Und auch dieses Armierungseisen könnte im Grunde genommen auch ein Teil sein, was im Grunde genommen nur aus der Fotografie herausgelöst worden ist und hier real wird. Und da denken wir natürlich sofort über das Authentische des Fotos nach. Indem wir nämlich ja, überlegen, okay, das ist ein Abbild und das ist die Realität. Aber diese Teil der Realität könnte auch Teil dieser Realität, dieser zwar abbildhaften Realität sein, aber es passt unglaublich gut. Also die Positionierung dieser Skulptur in Kombination hier ist perfekt gesetzt innerhalb des Ausstellungsraums. Aber wenn man sich sozusagen nochmal umdreht, dann ist hier auch wieder ganz klar, wo Göksu die Idee für seine Motivik hat, indem er beispielsweise hier einen Hochspannungsmast fotografiert, der noch im Werden ist. Und dieses Werden, diese In-Between-Situation ist ja für ihn ganz, ganz entscheidend. Das sehen wir in ganz vielen Fotografien, in seinem Werk, wir sehen es in seinem Buch, wir sehen es auch in seiner Skulptur. Und rein formal gibt es eine so große Ähnlichkeit zwischen dieser Struktur und dieser Struktur, dass es so offensichtlich ist, warum er sich dafür interessiert, wenn er so etwas sieht in der Landschaft. Natürlich interessiert er sich auch hier wieder für die landschaftliche Weite und im Grunde genommen diese Kombination auch aus dem traditionellen, aus der alten Struktur, sage ich mal, in Ostanatolien und dem Neuen, der Moderne, die dann Einzug hält, sozusagen in die Landschaft seiner Großväter. Und ja, und das hat natürlich auch unmittelbar damit zu tun. Also der Produktionsprozess, der einerseits rein formal innerhalb der Fotografie eine sehr große Rolle spielt. Das sehen wir in den Schubladen, das sehen wir sozusagen im Buch, das sehen wir in diesen unterschiedlichen Schritten, die zum finalen Bild führen, als auch diese Idee des Bauens, des Konstruierens, des Einhausens und diese ganzen Fragestellungen, die sich sozusagen über seine Skulptur, aber eben auch über die Motivik innerhalb seiner Bildwelt zeigen, ja, das ist sozusagen der zweite große Bogen, der sich durch diese ganze Ausstellung zieht. Beyaz Toros ist der Ausgangspunkt und wir enden hier im Grunde genommen in Ostanatolien, wo diese Idee, mit der er eigentlich beginnt, sich schon fast wieder verflüchtigt hat. Also nimmt uns mit auf diesen Roadtrip und wir enden gewissermaßen im Nirgendwo, in einem Niemandsland und erzählen uns die Geschichte um diese White Toros selbst. Und das ist eine sehr große Geste, eine sehr große Bildidee, die er hier realisiert hat.
Ja, wir sind hier zur Verleihung des IBB Fotografiepreises, der dieses Jahr an Göksu Baysal geht. Aber dieser Preis hat immer noch eine zweite Komponente, nämlich einen Anerkennungspreis. Und der geht an Anna Pubova. Anna Pubova hat eine Reihe von großformatigen Schwarz-Weiß-Fotos gezeigt, von denen dieses hier eines ist, das sich vielleicht für die Betrachtung am Anfang eignet. Satellitendorf ist ein tschechischer Ausdruck für einen Vorort, wie wir diese Vororte ja weltweit kennen. Und hier sehen wir ein solches Haus, was dort in diesem Satellitendorf vor nicht allzu langer Zeit erbaut wurde. Und man sieht eben, dass da ein Anwesen geschaffen wurde, das ja zumindest von der Absicht der Bauherren vielleicht ein wenig an so ein Gutshaus, eine Hacienda, eine Villa in Beverly Hills. Und Anna Pubova hat, wie sie mir gerade erzählt hat, dort gelebt. Ihre Eltern kommen von dort und die haben dort einen Bauernhof gehabt, also quasi das Gegenteil von dem, was wir hier sehen. Also sie zeigt eine Veränderung, die für sie, sagen wir mal, auch lebensgeschichtlich wichtig war. Also hier sieht man eines dieser Häuser. Und interessant daran ist, dass es, bevor es schon fertiggestellt ist, eigentlich schon eine Verwahrlosung zeigt. Die Außenwand ist nicht verputzt. Hier fehlt plötzlich ein Stück in der Mauer, die darum errichtet wurde, was ja auch schon wieder symptomatisch ist, dass man eine Mauer um sein Grundstück errichtet. Der Garten ist mehr oder weniger auch ungepflegt. Hier liegt ein großer Stein herum. Hier aus dem gepflasterten Gehweg wachsen schon große Pflanzen heraus. Das Ganze wieder in diesem ja schon ein bisschen unheimlichen Nebel, der mich auch an den Horrorfilm The Fog erinnert, wo so ein Killernebel aus dem Land irgendwie von mir auf das Land übergreift und alles tötet und sozusagen eine Erstarrung hervorruft, wie nach einer irgendwie gearteten Katastrophe. Man denkt an Giftgas oder was weiß ich, Coronaviren, die herumschwirren. Aber es ist wichtig zu sehen, dass das nicht einfach so dokumentiert wird, wie man es für eine Zeitungsreportage machen würde, sondern dass Anna Pubova sich bemüht hat, auch formal dieses Gefühl ja, der unbehaglichen Zukunft und der Unwirtlichkeit dieser Situation, die sich da entwickelt hat, also auch formal durch dieses sehr reduzierte, auf einen kleinen Spielraum von Grautönen eingeschränkte Spektrum der Farben wiederzugeben.